Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch mal zeigen, wie ihr keine Cooldowns mehr bekommt. Also es gibt einen Trick, damit ihr die Cooldowns umgehen könnt. Und damit, meine ich sämtliche Cooldowns. Egal ob es Cooldowns sind, wenn ihr jetzt die Franklin-Attentat-Mission abschließt oder wenn ihr jetzt, einen CEO-Auftrag abschließt und Headhunter macht, dann habt ihr ja einen Cooldown von 20 Minuten. Und das könnt ihr mit allen möglichen Cooldowns auf jeden Fall machen. Und ich werde euch auf jeden Fall jetzt mal zwei Möglichkeiten zeigen. Einmal über die Franklin-Attentatsmission und einmal über die CEO-Mission. Und ja, wie gesagt, das Ganze kann man wirklich mit jeder x-beliebigen Mission machen, wo auch ein Cooldown drauf ist. Und es geht sogar auch mit Oppressor MK2. Das heißt, wenn man sich Oppressor MK2 einmal anfordert, wieder einlagert, hat man auch wieder einen Cooldown von 5 Minuten. Und mit dieser Methode klappt das auch mit der Oppressor MK2. So, ich werde es auf jeden Fall jetzt mal zeigen. Einmal mit der Franklin Attentatsmission. Dafür gehe ich einfach mal ins Telefon, rufe dann einmal Franklin an. Und dort fordere ich mir dann eine Attentatsmission an. So, wir begeben uns einfach dann zu der Stelle hin. Einfach die Mission abschließen. Und ihr seht, wir haben jetzt die Mission abgeschlossen. Nachdem ihr die Mission dann abgeschlossen habt, dann einfach nur noch aussteigen. Dann einmal Interaktionsmenü öffnen, geht ihr auf Stil und dort dann einmal das Outfit einmal wechseln, so dass ihr die goldene Ladeschnecke unten rechts bekommt. Ist sie verschwunden, einfach dann die Anwendung schließen und einfach GTA neu starten. So, seid ihr dann in der Open Lobby dann wieder angekommen, öffnen einmal das Handy und dann rufen wir nochmal Franklin an. So, und ihr seht, wir können den Telefonzellenattentat wieder von neu beginnen. Ja, ich zeige euch jetzt mal als nächstes mit dem CEO-Auftrag, dafür einfach als CEO registrieren. Und ja, ich starte jetzt einfach mal die Mission Headhunter. Das könnt ihr auch mit jeder Mission machen. So, einfach die Mission dann beenden. Habt die Mission dann beendet, geht ihr wieder ins Interaktionsmenü, Outfit einfach wieder wechseln. Und dann die Anwendung wieder schließen und geht hier einfach neu starten und in der Open Lobby angekommen, wieder als CEO registrieren und dann seht ihr, wir können den CEO-Auftrag wieder neu ausführen und ja, wie gesagt, das klappt auch wirklich mit allen möglichen Missionen, wo ein Cooldown drauf ist und ja Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.